Willkommen zum zweiten Teil von diesem Beauty USA Haul. Falls ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, es geht um Drogerieprodukte, verlinke ich euch das Video in der Infobox. Und ja, das waren diese Produkte hier. Und jetzt geht es weiter mit Sephora und MAC und dann noch ein paar andere Dinge. Es hat wirklich gut getan, in Amerika mal zu chillen. Einfach den Strand genießen. Die Leute waren voll easy drauf. Es ist chillig. Man kann shoppen. Unglaublich. Und genau, ich zeige euch jetzt, was ich jetzt mal alles eingekauft habe. Und es sind wirklich viele Sachen. Und zum Teil brauche ich die Sachen auch zum Arbeiten. Ich bin Visagistin, deswegen so viel. Aber es ist trotzdem viel auch für eine Visagistin. Aber ja, wir sind ja Beauty-Junkies. Ihr versteht mich. Also, gehen wir weiter zu einem Sephora-Produkt. Das ist Bite Beauty. Bite habe ich hier in Europa noch nie gesehen. Aber die Lippenstifte sollen anscheinend sehr gut sein. Ich habe es noch nicht probiert, versucht, weil ich habe alles in einer Kiste gehabt und gewartet, bis ich das Video drehen konnte. Einzelne Sachen habe ich schon verwendet. Und die haben zwei Enden. Es ist ein sehr pflegender Lippenstift. Und dieser Ton geht ein bisschen ins Bräunliche, so ein bräunliches Rosé. Zwei tolle Nude-Farben. Und es ist auch perfekt, um es einfach in der Tasche reinzuschmeißen. Und dann hat man ja zwei Lippenstifte in einem. Die Idee finde ich toll. Weniger Verpackung, weniger Abfall. Smashbox. Ich weiß, Smashbox gibt es auch in der Schweiz, aber dort ist einfach alles viel günstiger. Grün, ja, das korrigiert rote Stellen. Und ich habe schon Kunden gehabt, die hatten so vor allem an den Backen so Rötungen. Und ich finde es toll, dass es so kleine Größen gibt. Die gibt es an der Kasse bei Sephora. Und wenn man da warten muss, schaut man da automatisch hin. Das ist so ein cooles Marketing-System. Und ich habe hin und wieder da schon Sachen gekauft. Ich weiß die Preise nicht mehr, aber ich verlinke euch die Sephora-Seite. Da könnt ihr da mal nachschauen. Ihr könnt auch von Sephora aus bestellen, wenn ihr in Deutschland seid. Und wenn ihr in der Schweiz seid, dann habt ihr Pech gehabt. Too Faced Melted Lipstick. Endlich habe ich auch einen. Die kann man bei Beauty Bay auch kaufen. Die sind wirklich sehr gut erhältlich aus der Schweiz aus. Und das ist Melted Poeni, die Farbe. Seht ihr, ich habe es nicht einmal geswatcht. Ich swatche es für euch. Was von schön. Und die sind matt, aber gleichzeitig trocknen die nicht extrem die Lippen aus. Die haben wirklich eine so tolle Konsistenz. Ich habe eigentlich nur einen Nagellack gekauft. Glaub mir nicht. He? Doch, nur einen, weil ich habe so viele Farben. Mittlerweile habe ich jede Farbe. Und deswegen habe ich mir diesen weißen geholt. Für Nail Tutorials verwende ich oft weiß und die Konsistenz der OPI-Lacke finde ich genial. Besser als die von Essie. Und deswegen habe ich mir von OPI den weißen geholt. Hier in der Schweiz kostet ein Nagellack 25 Franken. Das ist echt unfair. Und dort habe ich es für 9 Dollar inklusive Taxen. Also, ich musste mir unbedingt ein Hourglass-Produkt kaufen. Und ich habe mir gedacht, wieso nicht eine Palette? Ich weiß, mittlerweile gibt es noch die Lidschatten, es gibt die Bronzer, es gibt alles mittlerweile. Aber ich finde diese Finishing-Puder am besten oder das, was ich noch nicht habe. Ich weiß, ihr könnt vielleicht nicht viel sehen, aber es sind so natürliche Highlights. Sind so natürlich, geben dieses schöne Glow ohne glitzerig auszusehen, ohne zu fest zu glänzen. Die Speicherkarte war jetzt voll, da merke ich, wie viel ich eingekauft habe und wie lange das Video dauern wird. Weiter zu NARS Produkte. NARS ist
habe ich in letzter Zeit für mich entdeckt, also in letzter Zeit jetzt für mich entdeckt. Ich habe die super teure Blush-Palette genommen. Ich habe sie heute drauf. Ihr könnt sie wahrscheinlich nicht sehen. Ich habe dieses Bronze, dieses Cranberry benutzt. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Und der geht so ein bisschen auch ins Braun. Wirklich sehr schön, wer schon goldgebraunt ist. Und diese andere Farbe, die ist ein bisschen so ein Barbie Pink. Und ich muss sagen, ich hätte mir mehr erhofft. Es ist schwer aufzutragen. Ich habe es jetzt mit einem dicken, gebundenen, festgebundenen Pinsel aufgetragen. Und ja, die kann man auch als Lidschatten verwenden. Ich finde, für den Preis gibt es bessere Blushes. Ja, es ist kein Blush, dass man am Morgen sagt, ja, fertig. Ich habe da aber noch zwei NARS-Stifte, die sind der Hammer. Die Farbe liebe ich. Das ist auch das, was ich heute drauf habe. Es ist ein matter Lippenstift. Es ist, die Konsistenz ist sehr dünn, sehr pigmentiert, fühlt sich gar nicht trocken an. Und die gab es in einem Set zusammen mit dieser anderen Farbe. Rikugien, so etwas. Und das ist wie ein Lipgloss. Ist nicht matt und hat so Glitzerpartikel drin. Es ist wie eine meine Lippen, aber bessere Version. Kommen wir zu einem anderen aufregenden Produkt, Tarte. Hey, ich war bei 50 Sephora und jede Sephora war ausverkauft, hatte die nicht mehr. Und tada, ich finde diese Farben so schön. Was mir bei dieser Palette so überzeugt hat, ist die mittlere Reihe. Ihr habt da eine warme Brauntonreihe, eine kühlere Brauntonreihe und dann Violett. Ich habe die noch nicht geswatcht, noch nicht gefasst. Aber es gibt so viele Videos und Blogposts von dieser Palette. Bin ich wirklich froh, habe ich dann einen Sephora gefunden. Das war in einem Geschäft, in einem Einkaufshaus, war da so ein kleiner Sephora drin. Eine weitere Palette, Make-up Forever. Eine kostet etwa $26, wenn ich mich nicht täusche. Aber wenn ihr eine Zweipackung oder Dreipackung kauft, gibt es Rabatt, also kosten die viel weniger, deswegen habe ich dann drei genommen. Make-up Forever macht so tolle Lidschatten und die Pigmentierung ist Hammer. Das sind meine Lieblings-Lidschatten und die lassen sich auch wirklich sehr, sehr gut verblenden. Ha, seht ihr, diese Farbe ist Hammer. Ist einfach Hammer. Hammer! Ich liebe die Farbe. Bei Sephora habe ich dann noch auf Empfehlung von Make-up bei Lilith, sie ist auf Instagram so bekannt und sie macht auch Kurse. Jeden Monat zahlt man einen Betrag ein und dann kommen 3 bis 4 Videos im Monat, wo man dann anschauen kann und ich habe sehr viel von ihr gelernt. Und ein Produkt, das sie oft verwendet, ist dies da von Benefit. Es ist ein Primer. Ein Primer und ein Concealer. 2 in 1. Ich habe das Problem bei mir, ich habe sehr ölige Augenlider und ich brauche einen Primer. Es ist wirklich wie ein Concealer. Ist so genial. So genial. Seht ihr? Deckt so fest und so gut. So, weiter, ein Luxusprodukt, Bobbi Brown. Dort kostet das wirklich nicht viel. Ich habe $25 gezahlt. Ich weiß nicht, wie teuer das hier ist. Und ich liebe diesen Eyeliner wirklich sehr. Ich kann ihn oberhalb, also auf dem Wimperkranz, auftragen, oben. Und es transferiert nicht nach unten.
Und er hält wirklich sehr, sehr lange. Und was mir bei dem auch gefällt, die Konsistenz ist nicht trocken. Also man kann schöne, saubere, gerade Linien ziehen. Ich habe mir dann noch etwas in der Wohnung, wo wir waren, in Miami, liefern lassen. Ja, ich habe das gemacht, weil dieses Produkt, das gibt es hier in Europa nicht und sie liefern nicht weltweit. Noch nicht, aber das ist Elsie's Cosmetics. Dieses Make-up ist von Lilith, von der Person, die ich vorhin gesprochen habe. Sie hat ein Make-up rausgebracht. Das ist der Micro Silk Foundation. Ich habe zwei Farben gekauft, weil ich kann die dann mischen und meine eigene Farbe dann kreieren. Ich habe einmal die Farbe Vanilla, das ist die zweithellste Farbe. Ich habe nicht die hellste genommen, die wollte ich eigentlich, aber die war ausverkauft. Und dann Natural. Ich wollte sie unbedingt haben, weil sie diese Foundation verwendet für Hochzeiten, weil das wirklich den ganzen Tag hält, lässt sich gut fotografieren, sagt sie, ist wasserresistent, nicht wasserfest, also sollte eigentlich, wenn man weint und so, halten. Es ist smudge-proof, also wenn man drauf fasst, hat man keine Farbe, also es transferiert nicht. Die Deckkraft kann man selber eigentlich regulieren sozusagen, indem man das Make-up schichtet. So, das waren jetzt die Produkte von Sephora. Jetzt kommen wir bei MAC. MAC, haha. Wo fangen wir jetzt mal an? Also, gepressten Puder. Ich habe zwei, die sind für meinen Kit, aber eins nehme ich vielleicht für meinen privaten Gebrauch. Und zwar ist das der Blood Powder Pressed. Einmal in Light und einmal in Medium Dark. Die verwendet man, wenn man zum Retuschieren, zum Auffrischen. Der Puder ist recht grob, es ist kein feiner Puder, aber er mattiert sehr gut. Und für fettige Haut halt gut geeignet oder bei Fotoshootings, wenn die Haut langsam anfängt zu ölen, geht man mit dem schnell drüber und dann ist man schnell wieder matt. Ich habe mir dann so eine Palette geholt. Ich habe es ein bisschen bereut, weil die sind zwar magnetisch, aber wenn man andere magnetische Lidschattenpots reintut, dann haften die nicht so gut. Ein bisschen Puder. Also. Das sieht so aus, die ist doppelt, deswegen habe ich es genommen, das ist genial. Und mein Gedanke war, hier Blushes reinzutun. Eins habe ich schon reingetan, dieser Blush hatte ich schon. Aber hier die runden Blushes von MAC und hier dann entweder Lidschatten oder eckige Blushes, die ich noch habe, um die ich noch depotten will. Und ich habe mir nur einen einzigen Lidschatten von MAC gekauft. Ich habe wirklich so viele Lidschatten. Da habe ich mir wirklich nur einen geholt. Und das ist der Kit von MAC. Wirklich so ein schönes Mittelbraun für die Lidfalte. Ich habe mir dann noch einen Blush geholt. Und zwar wollte ich einen Blush extra für Hochzeiten, für Bräute. Der ist matt, geht ein bisschen ins Lila. Habe ich noch nicht so eine Farbe. Und das ist Pink Kalt. Ich swatche es für euch noch. Aber auf meiner dunklen Haut sieht man wahrscheinlich nicht so viel. Also es ist eher für helle Hauttypen geeignet. Ich habe mir noch einen Primer gekauft. Und als sie diesen Primer aufgetragen hat, muss ich sagen, war ich überzeugt. Und ich habe es auch bei einer YouTuberin gesehen. Ich weiß jetzt ihren Namen nicht mehr. Die sind eigentlich genial, weil die mattieren. Die helfen, dass die Haut nicht schnell nachfettet und gibt so einen, so einen Glow auch. Es ist so gelartig. Es ist kein Highlighter, es gibt so einen gewissen Glow und mattiert gleichzeitig. Und weitere Produkte für meinen Kit, und zwar, dieses Produkt wollte ich schon seit langem.
Und sind wirklich so was von gehypt. NW25, das ist ein bisschen dunkel. Ich habe noch NW20, NW30 und NC15. Und wieso habe ich NW? Ich habe NW genommen, weil ich die hauptsächlich unter den Augen verwenden möchte. Und die haben NW, haben so einen Rosé-Unterton und es ist besser, dunkle Schatten zu kaschieren. Ich weiß, von MAC gibt es jetzt eine neue Foundation, die Pro Longwear irgendetwas Foundation. Und die soll anscheinend wasserfest sein, soll lange halten, soll auch so matt sein. Ich denke, ähnlich wie die Pro Longwear. Ich bin wirklich gespannt. So, zwei Kajalstifte, und zwar sind es zwei Farben, die nicht so üblich sind, die ich nicht so allzu oft finde. Einmal Teddy, das habe ich heute auch drauf. Das ist so ein schönes Braun mit so Glitzerpartikeln. Sehr spezielle Farbe. Die hält nicht sehr lange auf der Wasserlinie, aber die Farbe ist wunderschön. Und die andere Farbe ist Prunella, das geht ein bisschen ins Violett. Und diese Farbe ist sehr schön für diejenigen, die grüne, so grüne Haselnussaugen haben. Haselnuss. Ich habe noch zwei Foundation für meinen Kit, und zwar sind das die Face and Body. Von dieser Foundation höre ich sehr viel Gutes. Aber es ist eine Foundation für diejenigen, die bereits eine schöne Haut haben. Weil die Foundation hat eine leichte Deckkraft und kaschiert keine Pickel und so weiter. Es ist wasserfest, also ihr könnt damit schwimmen gehen. Und die hält. Und viele verwenden diese auch für Hochzeiten, für ja, wer schon eine schöne Haut hat und wirklich natürlich aussehen will. Deswegen, ich hatte so eine Art Foundation noch nicht in meinem Kit. Und deswegen habe ich mir mal zwei Farben geholt. Die kann ich ja zusammenmischen. Ich habe mir C2 und C4 geholt. Kommen wir zum aufregenden Teil, und zwar bei den Lippenstiften. Ich habe hier 7 Lippenstifte. Ja, MAC hat sehr tolle Lippenstifte. Und bei den Lippenstiften, muss ich sagen, hatte ich zu wenig Nudes. Ich fange gleich mal an bei der knalligen Farbe. Ich habe nur eine knallige Farbe, und zwar eine matte. Es ist so ein schönes Pink, das ein bisschen Rotstich drin hat. Wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Ich höre so wenig von diesem Lippenstift reden. Und das ist so ein schönes Korallerot. Es ist ein Cream Sheen, also es deckt nicht sehr, sehr gut, aber es gibt einen Hauch Farbe. Und das geht ein bisschen ins Koralle. So schön für den Sommer und Frühling. Und hält so gut auf den Lippen. So eine schöne Farbe. So ein Move. Ich liebe solche Töne momentan. Dann, das ist ein matter Lippenstift. Kinda sexy. Aber es ist nicht so matt, muss ich sagen, dass es die Lippen zu fest austrocknet. Bei MAC sind nicht alle matte Lippenstifte gleich. Ich trocke mehr aus, mache weniger. Das ist komisch. Aber das Kinda Sexy hat so einen ja, orangigen Stich drin. Das ist Angel. Angel liebt man einfach. Es ist so ein schönes rosa Nude. Es passt zu jedem Hauttyp. So eine schöne Farbe. Nicht zu trocken, nicht zu glänzend. So eine schöne zarte Farbe. Man sieht dann wirklich wie ein Engelchen aus. So, ein weiterer Cream Sheen, und zwar ist das Cross Wires. Cream Sheen, ich liebe Cream Sheen für den Alltag, weil sie nicht zu viel Farbe geben, aber nur ein Hauch, und die Lippen sehen dann gleich gepflegter aus, ohne dass man viel Farbe aufgetragen hat. Ist sehr, sehr pigmentiert für einen Cream Sheen, muss ich sagen. Aber es ist so eine schöne Farbe. Es ist so ein koralliges Rot. Zuletzt kommt noch Patisserie. Habt ihr wahrscheinlich noch nie davon gehört. Auch als ich bei MAC war, konnte ich die Farbe eigentlich nicht finden. Und als ich die MAC-Verkäuferin fragte und danach fragte, musste jede nachschauen gehen.
weil keiner kannte diese Farbe. Ich kenne es von einem italienischen Make-up-Guru, YouTube-Guru. Es hat noch Glitzerpartikel drin. Und es ist für Hochzeiten, Bräute sehr gut geeignet, weil es gibt ein bisschen Farbe ab, gibt einen gewissen Glow auf den Lippen. Sieht sehr, sehr natürlich aus, als hätte man fast keinen Lippenstift aufgetragen. So, nun zu den Pinseln von MAC. Ich glaube, das Video hört nie auf, so lange. Ich hoffe, ihr seid noch dran und seid nicht eingeschlafen. So, MAC hat so tolle Pinsel. Ich liebe MAC Pinsel. Und zum Glück hatte ich die Pro-Karte, weil sonst, sonst ist es einfach zu teuer. Also mein allerliebster Pinsel allgemein ist dieser da. Das ist der 217er und das ist so ein Blende-Pinsel. Ich liebe die einfach, weil die so flach, so oval sind und ich kann sie horizontal so verwenden oder drehen und dann habe ich mehr Fläche zum Blenden. Und ich habe mir 4 davon gekauft, ja. 2 habe ich schon in meinen Kits verwendet, weil wenn ich ein Smoky Eyes schminke, dann muss ich mindestens 3 solche Blendepinsel haben. Ich habe mir noch diesen da geholt, der ist dreckig. Ich habe es verwendet heute zum Schminken. Das ist der 168er von MAC natürlich. Und es ist eigentlich ist es ein Blushpinsel. Ich liebe es aber zum Konturieren, weil ich kann damit Farbe auftragen und gleichzeitig verblenden. Also 2 in einem. Das funktioniert so gut, muss ich sagen, dass es perfekt ist zum Konturieren. Danach habe ich mir dieser geholt, der 2... Ja, wir haben es gleich. Ich bin fast fertig. Der 286. Es ist ein synthetischer Pinsel und es ist leicht gespitzt. Und was man mit dem gut machen kann, ist Cremeprodukte verblenden in der Lidfalte oder auch Concealer. Hier innen und da und hier eigentlich überall, wo man schlecht rankommt, kommt man mit diesem Spitzchen sehr gut ran. Dann mein Lieblingslippenpinsel ist auch von MAC und das ist der 231er. Und ich kann euch sagen, der ist so genial. Ich weiß nicht wieso, aber ich kann damit eine so tolle gerade Linie schminken, das ist unglaublich. Also ich habe eben den NARS Lip Crayon Stift aufgetragen, aber habe es dann mit diesem ausgebessert, also die Ränder schön gerade geschminkt. So, letzter Pinsel, ein abgestreckter Pinsel. Ich liebe die abgestreckte Pinsel von MAC. Das ist der 266er. Und was ich damit gerne mache, ist die Augenbrauen ziehen. Die sind wirklich so dünn, dass ich eine genaue Linie machen kann und gleichzeitig auch die Linie ein bisschen verblenden kann. Puh. Wir haben es geschafft, es war alles bei MAC. Ich wollte euch noch ein weiteres Produkt, nein, etwas anderes zeigen. Und zwar, ich habe das auch in der Wohnung, wo wir waren, in Miami liefern lassen, weil die Versandkosten waren 20 Schweizer Franken, wenn ein bisschen teuer. Ich habe mir von Nume, es wird so viel über Nume gesprochen. Ihr habt einen Lockenstab und ihr könnt den Lockenstab dann mit anderen Aufsätzen hier so quasi ändern. Ihr habt da so quasi 5 Lockenstäbe in einem. Ich zeige euch, wie das aussieht. Und ich hatte es mit einem Code und ich habe, glaube ich, nur 100 Dollar bezahlt, inklusive Versand. Und das sieht so aus, ist so genial. Kann man das hier öffnen? Ihr bekommt sogar einen Handschuh, weil es wird wirklich sehr, sehr, sehr heiß. Ich finde diese Tasche so genial zum Mitnehmen bei Kunden. Und dann könnt ihr da einfach
diese da rausnehmen, welche ihr wollt, je nach Kundenwunsch, diverse Größen, das ist jetzt die kleine. Dann gibt es dieses kuriose Teil hier. Und dieses Tapered, der geht in die Spitze ein bisschen dünner. Ja, das war's schon gewesen. Ich hoffe, ich habe euch nicht allzu gelangweilt. Nein. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und sagt mir Bescheid, falls ihr einen Videowunsch habt, was ihr noch von mir sehen möchtet. Und ja, wir sehen uns. Das nächste wird sehr wahrscheinlich ein Nail-Tutorial sein. Tschüss!